Ja, herzlich willkommen bei UBI Tested. Heute habe ich für euch die vierte Generation der Mercedes A-Klasse mitgebracht, und zwar den A250 als Progressive-Ausstattungsvariante. Den schauen wir uns jetzt an. Viel Spaß! Die Front ist für mich genau das Aushängeschild der neuen A-Klasse, denn diese neuen Scheinwerfer hier in drei verschiedenen Varianten, Halogen in der Serie, nicht so schön, LED High Performance, oder aber es gibt dann noch das Multibeam LED, was man empfehlen sollte, denn hier in der Mitte im neuen Scheinwerfer dieses, ja, große leere Modul, was da drinnen ist, schaut jetzt nicht sonderlich hübsch aus. Nichtsdestotrotz, diese spitz zulaufenden Scheinwerfer sind wirklich das Hauptmerkmal, was man mit der neuen A-Klasse verbindet. Das LED-Tagverlicht mit dem Bogen erinnert so ein bisschen an Audi A3. Wir haben die ansonsten, die Front ist mit dem Vorgängermodell sehr ähnlich. Wir haben hier das Ganze nur ein bisschen abgerundet. Hier diese Elemente sind allerdings tatsächlich gleich geblieben. Auch dieser Single Blade hier, der Progressive-Ausstattungsvariante, ist auf alle Fälle gleich geblieben. Mir persönlich gefällt es. Es macht einen sehr schönen sportlichen Eindruck. Die Nase weit nach unten gezogen. Und das auf alle Fälle das große Highlight hier an der Front. Ja, dann schauen wir uns jetzt einmal mal die Seitenlinie von der neuen A-Klasse an. Und hier erkennt man für meine Begriffe die A-Klasse am deutlichsten wieder. Also es ist tatsächlich das Greenhouse, wenn man es nimmt, bleibt zum Vorgänger doch sehr ähnlich. Was man gemerkt hat, die 3 cm, die das Fahrzeug in der Länge gewachsen ist, erkennt man tatsächlich sehr schön hier in dieser hinteren Partie, die verlängert wurde und nicht mehr so extrem abfällt und so spitz zuläuft, sondern tatsächlich hier länger gezogen ist und dann einen besseren Einstieg auch in den Fond bietet. Warum der Tankdeckel für bei Mercedes A-Klassen grundsätzlich links ist, ich persönlich verstehe es nicht. Es ist ein bisschen unpraktisch, wenn man tatsächlich grundsätzlich immer die meisten Fahrzeuge auf der rechten Seite betankt. Ansonsten bleibt es tatsächlich so, die A-Klasse ist geprägt von einem sehr, sehr kurzen Überhang hinten, vorne eine etwas eher spitz zulaufenden Schnauze, und das Heck ist dann tatsächlich auch wieder komplett neu. Das schauen wir uns jetzt an. Ja, das Heck der A-Klasse ist tatsächlich so ein richtiger Leckerbissen geworden, finde ich. Wir haben hier so schöne neue mandelförmige Rückleuchten bekommen. Auch das LED-Rücklicht ist tatsächlich so ausgearbeitet. Nun zweigeteilt, das ist der größte Vorteil, den wir bei der neuen A-Klasse haben. Dadurch ist der Kofferraumdeckelausschnitt deutlich größer, man kann besser beladen. Die Ladekante ist relativ hoch, aber nichtsdestotrotz, das ist bei kompakten Hatch-Fahrzeugen immer so. Naja, mei, ob das mag oder nicht, das ist die andere Geschichte, das sind diese Fake-Auspuff-Rohrblenden, die tatsächlich bei Mercedes auch mittlerweile so Standard sind. Ich mag es nicht unbedingt, an sich macht es trotzdem einen netten Eindruck. Was auffällt, die neue A-Klasse steht richtig schön stämmig da, wirklich eine schön ausgebaute Schulterlinie hat sie. Und das Dach hier immer schon ein bisschen geduckt. Das heißt also, wir haben hier wirklich einen schönen sportlichen Auftritt, der mir äußerst gut gefällt. Hinter der Heckklappe verbirgt sich, wie erwähnt, ein schön zu beladener Kofferraum mit einer etwas hohen Ladekante. 370 Liter fast das Kofferraumvolumen. Wir haben einen doppelten Ladeboden mit unteren Staufächern. Dreigeteilt umlegbare Rücksitzbank. Die Ablage ist solide.
lässt sich gut ausbauen und wieder einbauen mit den Haken, die wir haben. Ansonsten hier hinten, ja, ich würde einfach mal sagen, golfüblicher Standard. Ja, dann schauen wir uns vor hinten mal an, wie das Ganze ausschaut. Wie wir sehen, wirklich reinkommen ist echt toll geworden mittlerweile in die A-Klasse, das muss man sagen. Wer den Vorgänger kennt, weiß, dass das immer so ein Reinschälen war aufgrund dieses wirklich ekelhaften Ausschnittes hinten. Das hat sich jetzt deutlich verbessert. Wir haben einen bedeutend größeren Ausschnitt hier. Auch die Insassen sitzen deutlich besser, das merkt man, da man auch besser aus dem Fenster rausschauen kann. Die Glasfläche ist vergrößert. Auch vom Sitzabstand, der Sitz ist auf meine Größe von 1,78 eingestellt und ein bisschen mehr Platz für die Wampe. Hier habe ich trotzdem genügend Kniefreiheit, ungefähr 2 Finger passen hier noch dazwischen. Die Füße passen optimal unter den Vordersitz. Ansonsten, was mir auffällt, ich sitze etwas schräg versetzt, so ein bisschen eher mit dem Rücken so in die Mitte reingelehnt, weil tatsächlich diese Sitzlehnenausformung etwas unbequem ist. Man hat in der Mitte eine Ausformung, dann sitzt man schon so ein bisschen mit dem breiten Kreuz, wie bei mir, so ein bisschen auf diesem Ding drauf. Es ist ein bisschen unangenehm. Also eine mittlere Person würde ich hier nicht unbedingt haben wollen. Was aber sehr, sehr gut funktioniert, sind Kindersitze zu integrieren, da Mercedes-Benz das wirklich toll gelöst hat. Man hat die Isofix-Verankerungen ausgespart und da kommt man wirklich wunderschön rein mit dem Isofix-Kindersitz. Also das auf alle Fälle ein richtig großer Bonus. Die Kopfstütze im Fond ist weit genug verstellbar, sodass man tatsächlich auch mit größeren Längen hier drinnen Platz findet. Jetzt schauen wir aber, viel wichtiger natürlich, was sich vorne getan hat. Ja, dann nehmen wir einmal vorne Platz. Wunderbar. So, schon sitzen wir hinter einem schönen 3-Speichen Lederlenkrad. Ja, ich habe meinen Sitz schon auf mich eingestellt, 1,78, gut 100 Kilo, genügend Platz nach vorne, Sitz ist eingestellt. So, das Lenkrad lässt sich wunderbar in Länge, Höhe und Tiefe verstellen, das passt auch. Den Sitz können wir den vorderen Teil in seiner Höhe arretieren. Wir können sogar die Schenkelauflage hier vorne ausziehen und anpassen. Die Lehnenneigung geht auch über ein Drehrad und die Höhe tatsächlich über ein Ratschensystem. Wunderbar, lässt sich perfekt anpassen. Sitz ist dann äußerst bequem. Ich sitze auch mit meinem Breitenkreuz sehr gut. Der Seitenhalt in den Sitzen ist wirklich gut, da fehlt sich auch nichts. Und Mercedes hat jetzt hier erstmals, es sei denn, man erordert die AMG-Line, die Integral-Kopfstützen abgeschafft. Die neue Kopfstütze ist wirklich schön, lässt sich auch in der Neigung sehr schön anpassen, lässt sich genügend hoch arretieren. Also da ein riesiger Pluspunkt auf alle Fälle, wenn man denn nicht die AMG-Line nimmt. Ansonsten bleibt hier noch genügend Kniefreiheit. Die Mittelkonsole ragt nicht zu weit in den Innenraum hinein oder in den Fußraum hinein, sodass man auch angenehm lange Reisen hier perfekt aushält in der neuen A-Klasse. Ja, ich bin unterwegs im Mercedes A250 der vierten Generation. Unter der Haube haben wir jetzt auch ein komplett neu entwickeltes Triebwerk aus dem Hause Mercedes-Benz. Und zwar ein 2 Liter Vierzylinder Turbo, der 224 PS leistet und ein Drehmomentmaximum von 350 Newtonmetern, was man so eigentlich nur aus Dieselregionen kennt. Das sorgt auch dafür, dass der A250 sich echt richtig schön sportlich fahren lässt. Er geht richtig gut vorwärts, der Motor dreht schön aus. Leider hat Mercedes es ein bisschen verpasst, das Sounddesign ein wenig zu verändern. So klingt er doch eher ein bisschen brummig, ein bisschen angestrengt beim Ausdrehen. Halt so typisch Vierzylinder, also da hätte man durchaus ihm einen schöneren Klang geben können. Ja, mit dem Antrieb sind wir wirklich zufrieden hier. Der A250 macht da wirklich seine Sache gut. Auch sehr schön der Verbrauch. Ich bin persönlich mit rund 7 Litern hier ausgekommen und habe tatsächlich die komplette Range von höher Geschwindigkeiten, langsamen Geschwindigkeiten, sportlich, Kurzstrecke und so weiter. Ich habe einen wirklich tollen Mix gefahren und ich habe das Fahrzeug tatsächlich als Neuwagen übernommen und bin hier über 1200 Kilometer mit dem Fahrzeug gefahren. Das heißt also, es war sogar noch eine Einlaufphase mit dabei und da muss man ehrlich sagen, da sind die
7 Liter eine ordentliche Ansage. Das Doppelkupplungsgetriebe, was hier serienmäßig beim A250 gekoppelt ist, arbeitet in sich wirklich gut. Es ist halt ein typisches Doppelkupplungsgetriebe. Das hat natürlich auch zur Folge, dass hin und wieder gerade der Anfahrprozess verzögert stattfindet, was auch beim Einparken durchaus ein bisschen tricky ist, weil da hin und wieder zu stark mit der Kupplung gearbeitet wird, sodass die Drehzahl erhöht wird und die Kupplung schleifen gelassen wird. Das Getriebe weiß nie so hundertprozentig, wie es das arbeiten soll, aber im Zuge des Einlaufprozesses wurde das stetig besser. Nicht besser oder schlechter wird das Fahrwerk, das hat Mercedes wirklich gut hinbekommen. Es ist eigentlich ein guter Mix aus ordentlicher Straffheit und genügend Komfort. Allerdings, wer den Vorgänger kennt, den W176, der wird vielleicht bei einem normalen Standard A-Klasse durchaus etwas enttäuscht sein für meine Begriffe. Denn der große Unterschied erfährt man hier eigentlich nicht. Man muss dazu tatsächlich in die Aufpreisliste gehen und das adaptive Fahrwerk ordern, um da einen größeren Unterschied zu merken und dann auch in Direktlenkung und wahrscheinlich auch noch ein wenig andere Reifen, Radreifenkombinationen investieren, dann würde man tatsächlich die Experience haben, die man oder die Mercedes-Benz übertragen möchte. Was möchten Sie tun? Ja, nichts eigentlich. Ich möchte jemandem was erklären. Das kannst du mir aber nicht. Aus dem Grund möchte ich, dass du wieder ausschaltest. Und genau da sind wir jetzt bei dem nächsten Punkt, der sich hier dazu geschaltet hat einfach. Und das ist der Mercedes-Benz User... Ich komme gar nicht dazu, das Ganze vorzustellen, da sich das System hier immer wieder einschaltet. Im Prinzip ist es MBUX, will heißen, es ist eine neue Oberfläche, kann man ganz ehrlich einfach mal so abkürzen. Das muss man mal so machen, bevor mir die Dame hier immer wieder mit reinspricht. Und zwar gibt es eben eine Sprachsteuerung beim MBUX, die intelligent ist, die sich versteht mit natürlichen Spracheingaben. Kennen wir eigentlich auch so schon aus, von vielen anderen Herstellern. Mercedes-Benz hat das Ganze nur ein bisschen erweitert. Was wir hier noch haben, ist komplett, zum ersten Mal ist die Mercedes A-Klasse komplett digitalisiert worden. Kein Fahrzeug in der Kompaktklasse ist so digitalisiert wie die neue A-Klasse. Das beginnt vor allem auch schon, sobald man eingestiegen ist, erkennt man diesen Digitalisierungsprozess sehr stark. Denn wir haben kein Analoginstrumente mehr, sondern alles nur noch digital. Wir haben hier ein durchgängiges Board hinter dem Lenkrad sitzen, auf dem zwei Bildschirme aufgesetzt sind, die extrem hochauflösend sind und auch damit wirklich die beste Grafik haben, die man am Markt derzeit bekommen kann. Gestochen scharf, super schnell und es ist so, dass man tatsächlich zwei Displays bekommt. Ab Werk sind es ein 8,28 Zoll Displays. Man kann dann das sogenannte Widescreen Cockpit ordern, was dann aus zwei 10,25 Zoll Displays besteht, was wir hier verbaut haben. Kleiner Nachteil dieses, dieses großen Displays für den Mediabildschirm auf der rechten Seite liegt darin, dass man durch das Lenkrad, schon durch den Lenkradkranz, schon einen gewissen Teil dieses Displays verdeckt. Kommt dann noch die Hand ans Lenkrad und wir arbeiten daran, das heißt also wir lenken, dann überdeckt unsere Hand noch zusätzlich einen größeren Teil dieser Displayfläche, was dazu führt, dass wir schlicht und ergreifend ungefähr ein Viertel des Displays auf der linken Seite schon gar nicht mehr sehen. Was da tatsächlich dann ist, ist unter anderem die erste Kachel oder der erste Menüpunkt, den wir nicht mehr sehen, sowie die Klimaanlage, Temperatur, die uns dort unten links im Display angezeigt wird. Nicht so schön gelöst in meinen Augen. Dafür ist diese Auflösung und die Möglichkeiten der Einstellung hinsichtlich des Kombi-Instruments wirklich gut gelungen. Die Bedienung über diese zwei sensiblen Touchfelder auf dem Multifunktionslenkrad, rechts für den rechten Bildschirm, links für den, fürs Kombi-Instrument, also für den linken Bildschirm, ist gut gelöst. Braucht aber eine gewisse Zeit, bis man sich hineingearbeitet hat, welche
Funktion, wie wo zu belegen ist, wie das System an sich funktioniert, wie ich in welchem Menü hin und her springe. Wenn man das aber mal verinnerlicht hat, dann ist dieses MBUX wirklich ein sehr, sehr fortschrittlicher Punkt gegenüber dem Command-Vorgänger. Dass die Mercedes-Ingenieure hier allerdings für meine Begriffe ein bisschen über das Ziel der Thema Digitalisierung und vor allem der User-Nutzung hinausgeschossen sind, zeigt eins relativ deutlich. Und zwar, wer zum ersten Mal in das Fahrzeug einsteigt und dann sein Telefon laden will, der wird, ich sage jetzt einfach mal, in 99% der Fälle vor einem größeren Problem stehen. Denn um sein Handy zu laden, hat Mercedes zwar USB-Schnittstellen verbaut, sogar viel an der Zahl, aber das sind sogenannte USB-C-Anschlüsse. Und USB-C-Anschlüsse hat nun mal leider in der heutigen Zeit keiner. Oder kaum einer. Das muss man mal ganz ehrlich sagen. Ich für mein iPhone 10 hier habe lediglich einen normalen USB-Anschluss. Das heißt also, ich könnte mein Smartphone hier in dem Fahrzeug nicht laden. Schlicht und ergreifend. Ich könnte ihn über die 12-Volt-Steckdose herkömmlich mit einem 12-Volt-Stecker und dann USB-Port und so weiter, das könnte ich machen, aber sehr umständlich und passt überhaupt nicht in dieses Fahrzeug hinein. Oder man ordert eben für 300 Euro, was leider in dem Mietwagen hier nicht der Fall ist, einen Wireless-Charging-Spot, der dann eben anzuraten wäre. Ist halt die große Frage, ob Mercedes das wollte? Noch mehr Geld? Da sind wir auch schon beim nächsten Thema. Geld ist nämlich immer so eine Sache. Denn mit gut 36.600 und ein paar zerquetschten Euro beginnt der A250. Das ist schon eine Stange Geld, das muss man mal ganz klar sagen. Wer dann noch so ein bisschen mit den Extras hadert und hier noch und das ein oder andere mit reinnimmt, wie jetzt hier, Widescreen Cockpit, eine Sitzheizung, ein Basis-Business-Paket mit LED-High-Performance-Scheinwerfern, wovon man ja natürlich auch das Multibeam noch ordern könnte, was man sollte, rein optisch, plus Metallic-Lackierung und so weiter und so fort, dann sind wir schon ganz schnell in Bereichen, ja, ich sag jetzt mal, da könnte durchaus knapp eine 6 vor dem Komma vor als erstes stehen. Das ist heikel in meinen Augen. 50.000 Euro zu knacken, ist hier gar kein Thema. 42.000, 43.000 Euro kostet der Mietwagen, so wie er da steht. Die genaue Ausstattungsliste habe ich nicht. Somit habe ich nur grob im Konfigurator ein wenig das Ganze überschlagen. Nichtsdestotrotz, für ungefähr 43.000 Euro bekommt man hier schon ein sehr, sehr knackiges Auto. Die Materialien dafür könnten durchaus ein bisschen wertiger sein. Es ist alles an sich soweit gut, aber Mercedes hat ein paar kleine anfängliche Detailverarbeitungsschwächen, wie man sieht. So hat man unter anderem schlecht zusammengeklebte Bleche im Motorraum, was man gesehen hat. Die Heckklappe geht extrem schwergängig zu. Das Spaltmaß auf der Beifahrertür stimmt auch noch nicht ganz. Also da muss Mercedes auf alle Fälle noch mal ein bisschen nachbessern, um dann vor allem dem Preis hier gerecht zu werden. Ja, kommen wir zum Fazit von unserem A250, dem neuen W177. Mir persönlich gefällt er optisch auf alle Fälle sehr, sehr gut. Ich finde jedoch, als Progressive dürfte er etwas mehr Sportlichkeit an der Front vertragen und auch ein bisschen von den Frontschürzen mehr Neues mit sich bringen, was er nicht tut. Der A250 ist tatsächlich ein richtig toller Antrieb. Kraft aus dem Keller raus, die 350 Newtonmeter schieben wirklich schön voran. Er geht in allen Lebenslagen gut und effizient ist der 2 Liter Vierzylinder ebenfalls, wie wir gehört haben. Und von dem her muss man echt sagen, hat Mercedes hier mit der neuen A-Klasse wirklich einen großen Wurf gemacht. Ich persönlich bin jetzt noch nicht so ganz überzeugt von dem ganzen MBUX-Interface. Mir persönlich ist das Ganze ein bisschen zu viel geworden, warum man auch hier mit wirklich gefühlt aller Gewalt versucht hat, das Ganze alles zu digitalisieren, noch weiter nach vorne zu schieben. Das mag wohl dann ein Geheimnis der Mercedes-Benz-Entwickler sein. Ich persönlich finde es vielleicht einen Tick zu viel. Ansonsten muss man auch sagen, das Fahrzeug fährt sich leider im normalen Trim, wie wir ihn hier haben, eben leider sehr herkömmlich oder eben tatsächlich wie die alte A-Klasse. Und da muss ich sagen, ist mir der Schritt tatsächlich zum neuen doch sehr wenig. Nichtsdestotrotz
Für knapp über 36.000 Euro steht der A250 in der Basis in der Preisliste. Viele Optionen gehören dann tatsächlich noch hinein, damit das Fahrzeug wirklich optisch schön wird und sich auch fahrdynamisch nochmal deutlich vom älteren Fahrzeug abhebt. Unter anderem das adaptive Dämpfersystem muss tatsächlich angekreuzelt werden, damit man hier den Unterschied scheinbar merkt. Beim Motor würde ich auf alle Fälle beim 250 das Kreuz machen, da er wirklich sehr, sehr gut einfach zu dem Ganzen passt. Was denkt ihr denn tatsächlich über die neue A-Klasse? Gefällt sie euch optisch besser? Seid ihr sie vielleicht sogar schon bei der Markteinführung oder bei einer Roadshow-Probe gefahren? Dann schreibt mir eure Meinung unten in die Kommentare. Wenn euch das Ganze gefallen hat, würde ich mich auch freuen, wenn ihr mir den Daumen da lasst und ein Abo als großes Dankeschön. Vielen lieben Dank, bis dann, euer Ubi. Servus.